Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich Willkommen beim Kryptomagazin. Heute sprechen wir über den Kryptomarkt, den aktuellen Bullrun, wir sind fast am All-Time-High bzw. wir waren kurz am All-Time-High und über die Chancen von Ethereum. Ich bin nämlich der Meinung... Dass das Thema Ethereum eine sehr, sehr spannende Sache wird. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung. Es ist einfach nur meine Meinung. Und jetzt starten wir direkt mit dem Video. Also beginnen wir mit der aktuellen Kursrallye des Bitcoin. Wir hatten einen High bei 68.814. Das letzte All-Time-High war bei 68.863. Also wir waren quasi am All-Time-High. Und spannend ist auf jeden Fall jetzt zu sehen, sozusagen, ähm, wie geht es weiter. Wir haben enorme Zuflüsse bei den Bitcoin Spot ETFs gesehen. Wie auch in meinen letzten Videos gesagt, sind wir quasi gerade in einer Spezialsituation. Wer sich dafür auch interessiert, der Kollege der Kartik und ich haben ja ein... Podcast, der heißt der Trading Podcast, auch nochmal verlinkt unter diesem Video. Die aktuelle Folge geht es so um die Frage, was ist das für ein Markt? Ist es ein gleich ist es ein Bullenmarkt wie jeder andere oder ist es so ein Super Cycle vielleicht? All diese Themen besprechen wir in unserem Podcast. Also wenn du dabei bist, freue ich mich sehr. Ähm, wir sehen hier am Chart, ähm, wir hatten jetzt eine wirklich parabolische Rallye, ähm, Bitcoin am All-Time-High, ähm, Marktkapitalisierung jetzt bei 1,3 äh, Billionen US-Dollar. Ähm, das heißt, äh, das ist unglaublich, 1.319 Milliarden US-Dollar. Ähm, und wir sehen gerade kein Ende in Sicht. Man hat das Gefühl, das institutionelle Geld ist jetzt lang, geht langsam rein. Und wenn wir bei wenn wir bei, ähm, bei Google Trends schauen, sehen wir, dass die Nachfrage im Retailmarkt noch nicht mal angekommen ist. Das heißt, es ist wirklich das große Geld, das gerade die, Kass, die Kassen vollspült. Gleichzeitig sehen wir, dass die OTC-Märkte, also die Märkte, auf denen die großen Börsen sind ähm, und eben auch die großen Wale sind und kaufen, dass die immer leerer werden und dass es sozusagen immer weniger Liquidität auf den Börsen gibt ähm, und damit immer mehr abfließt auf die großen Investment Pools. Was also äh, erwartet uns, wenn wir das Thema Ethereum-ETFs sehen? Warum glaube ich, dass Ethereum vielleicht sogar das spannendere Investment sein könnte auf die nächsten, sagen wir mal, eineinhalb Jahre gesehen? Warum? Wir haben zwei Aspekte. Bitcoin hat natürlich die, den, den Punkt maximal 21 Millionen Coins. Dagegen steht äh, bei Ethereum natürlich, gibt kein Limit. Aber... Ethereum hat dafür die sogenannte Burning Rate. Das heißt, bei Ethereum wird mit jeder Transaktion im Augenblick einfach Ethereum geburnt. Insgesamt schon 15 Milliarden US-Dollar in Ethereum geburnt. Das ist extrem viel und wir haben eine Burn Rate von 6,29 Ethereum pro Minute gerade. Das heißt, Ethereum würde, kommt dann irgendwann an einen Punkt wo wir mehr Ethereum vernichten, wie neu geschaffen werden. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, wir könnten mit Ethereum ein deflationäres Asset haben. Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich mit Ethereum nochmal die Möglichkeit des Stakings. Das heißt, große ETFs, es gibt jetzt schon Finanzprodukte in dem Bereich, bieten an, dass man sagt, investiere hier, wir kaufen Spot Ethereum für dich und wir legen das in das Staking an. Äh, das bedeutet, in, theoretisch könnte man damit eine Art Dividende ausschütten? Das Problem ist jetzt beim aktuellen Bitcoin-ETF, dass man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Äh, eines Tages werden die ganzen großen Investmentgesellschaften für ihre ETFs ihre Gebühren verlangen. Und das sind auch nur ein paar Prozent. Aber wenn ihr da mal ein paar ähm, Milliarden, Hunderte Milliarden drin habt und dann eben die Gebühren fällig werden, dann könnte es sein, dass die dann, gegen, ähm, dass die dann verkauft werden müssen. Das heißt, die müssen vielleicht Bitcoin aus ihren. Spot-ETFs abverkaufen, um dann entsprechend ähm, Gebühren zu verlangen. Das bedeutet, es könnte auch immer mal wieder zyklisch, äh, quartalsweise, eben durch diese oder jährlich, eben entsprechend, wann diese Abrechnungszyklen dann bei den entsprechenden Finanzprodukten sind, auch immer wieder richtig krasse Abverkäufe am Markt geben, die dann auch gnadenlos den Markt nach unten treiben können, zumindest mal auf ein paar Prozentpunkte runter. Und das heißt, als Gegenmodell gäbe es dann vielleicht mal tatsächlich ein Produkt, wie zum Beispiel so ein, ähm, so ein Ethereum-Spot-ETF, mit dem man vielleicht sogar sagen könnte, die Investmentgesellschaft behält einfach einen Teil der Staking-Rewards ein und ähm, das ist sozusagen das, äh, die Kosten und der Rest geht quasi direkt an den Kunden als Dividende. Das heißt, wir haben ja immer diese Argumentation von einem Warren Buffett oder von anderen Investmentanlegern, die sagen, naja, aber wenn ich mir Land kaufe und dort Kühe weiden oder ich dort Bäume pflanze, und die fällen kann, dann kann ich das Land bearbeiten und kann damit immer wieder erwirtschaften, Geld erwirtschaften. Und bei Ethereum wäre es dann tatsächlich so, durch das Staking gäbe es ja diesen Proof of Stake. Also es wäre eine tatsächliche Leistung, die dahinter steht, nämlich die Validierung des Netzwerks. Und gleichzeitig ähm, hat das Netzwerk natürlich einen großen Use Case. Da habe ich mich mit Dirk Hartig viel darüber unterhalten im letzten Podcast. Da ging es um die Frage, ob nicht Bitcoin irgendwann mit den Ordinals zum Beispiel nicht einen ähnlichen guten Use Case hat wie beispielsweise Ethereum mit seinen Smart Contracts. Ich glaube halt, dass es dann eine Second Layer Lösung ist und dass wir dann nicht, dass wir dann kein, quasi keinen Unterschied haben. Und ich denke, dass es trotzdem so ist. Dass diese äh, Turing-Complete-Programmiersprachen, äh, die ja auch hier möglich sind mit Ethereum, dass man da quasi in der Lage ist, eben bessere Anwendungen zu schreiben und auch diese tokenisierten Assets, sagt auch Larry Fink von BlackRock, er sieht darin die Zukunft. Also übers überspannt könnte man meinen, dass es vielleicht in ein paar Jahren zwei äh, nicht nur unterschiedliche Asset-Typen gibt, sondern auch Asset-Klassen im Sinne von, dass es nicht nur. Aktien gibt, sondern eben auch tokenisierte Assets, dass man sich an Immobilien beteiligen kann, an Unternehmen und so weiter. Und ähm, das ist natürlich eine spannende Situation hinsichtlich der Frage, ob jetzt Bitcoin oder Ethereum, was ist die bessere Anlagestrategie? Im Augenblick könnte man zum Beispiel auch argumentieren, dass Bitcoin jetzt eben die dreifache Marktkapitalisierung Mehr als die dreifache Marktkapitalisierung von Ethereum hat. Das heißt, wenn Ethereum nur die gleiche Marktkapitalisierung wie Bitcoin bekäme, dann wäre hätte Ethereum das Potenzial, nochmal 3x zu machen. Das heißt, wir wären dann über 10.000 Dollar bei Ethereum. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Also Ethereum kann auf 10.000 Dollar hochgehen, meiner Meinung nach. Und das kombiniert natürlich dann mit einem extremen Pump. -Pump aus der Perspektive, dass wenn, wenn dieses Use-Case-Konzept, also wenn Kryptowährungen jetzt salonfähiger wird, Spot-ETFs ähm, eben als Investment-Vehikel gehen, ist es wahrscheinlicher auch, dass IT-Unternehmen das Konzept dieser tokenisierten Assets und Blockchains eher annehmen? Es ist einfach so, wenn du weißt, das ist kein spekulatives Spielprodukt, wo man mal was ausprobiert, sondern das ist wirklich etabliert. Ich krieg für diese Ethereum wirklich auch Geld. Dann ähm, an den großen Märkten, dann ist es natürlich schon auch spannend zu sehen, ob Ethereum nicht tatsächlich eines Tages das Flipping macht. Und ob natürlich auch die Investition in Ethereum aus reiner Fiat-Sicht die bessere ist. Ich kann natürlich an dieser Stelle eins sagen: Ich würde niemals Ethereum mit Bitcoin vergleichen wollen, weil Bitcoin ein Store Value ist und was ganz anderes ist wie Ethereum, muss man einfach sagen. Das heißt, es kommt auf seine Philosophie an, wie du dieses Investment betrachtest. Aus reiner spekulativen Sicht könnte man davon ausgehen, dass Bitcoin Ethereum weiter outperformt. Weil wir vielleicht auf eine Million gehen und Ethereum dümpelt dann bei 15.000 rum. Kann sein. Ähm, aber es kann auch einfach andersrum sein. Es kann einfach sein, dass Ethereum auf 20.000 geht und Ethereum bei 100.000 stehen bleibt. Dann hat Ethereum von heute aus gesehen vielleicht noch 2x gemacht und Ethereum äh, Bitcoin 2x gemacht und Ethereum halt einfach 6, 7, 8x. Diese Frage kann natürlich niemand beantworten. Am Ende liegt die Antwort wahrscheinlich in einem ausgewogenen Portfolio, in dem Bitcoin und Ethereum liegt, wenn man es aus reiner strategischen An Anlage sich zieht. Und das ist sozusagen der aktuelle Stand, den ich so einschätze. Aber ich wollte euch diesen Gedankengang mitgeben. Achtet hier auch auf auf Extreme Greed. Wir sind jetzt gerade in einer sehr, sehr heißen Phase, was nicht heißt, dass wir eine große Korrektur sehen müssen. Es stehen eine Menge Short-Positionen vor dem aktuellen All-Time-High. Das heißt, wenn es nochmal einen großen Pump gibt, Richtung, ähm, ja, gehen wir so zurück zum Chart, Richtung 68.000, dann stehen einige 100 Millionen Dollar Liquidationen an. Dann werden wir möglicherweise relativ schnell auf 76.000 oder 80.000 hochgehen. Ähm, das, wie gesagt, reine Spekulation. Man kann nur die Marktdaten angucken und sich klar machen, in so einem parabolischen Anstieg kann alles passieren. Was ich jetzt nicht glaube, ist, dass wir einfach so runterfallen. Dafür ist die Liquidität einfach. Ähm, Leute, die jetzt in Spot-ETFs gegangen sind, gehen nicht morgen einfach raus. Natürlich werden viele Gewinnmitnahmen machen und das sehen wir auch am Local Top immer. Also am aktuellen Top sehen wir jetzt die rote Kerze natürlich nicht umsonst hier. Ja, Die rote Kerze ist Sinnbild für Leute, die jetzt Gewinne nehmen und zwar Leute, die hier gekauft haben vielleicht sogar hier und das ist auch was ganz Normales nämlich das Thema Chips vom Tisch nehmen ich habe ähm, ich, ich wir bekommen zurzeit viele Fragen soll ich jetzt Bitcoin verkaufen ich bin jetzt doch schon so viel im Plus und so und das ist total legitim ich kann natürlich verstehen dass Leute sagen ich würde es vielleicht sogar was vom Tisch nehmen aber ich glaube entscheidend ist die Frage wie viel und ähm, ob man jetzt alles vom Tisch nehmen muss oder ob man nicht vielleicht sagt okay ich nehme jetzt einen Teil vom Tisch um im möglichen Crashfall dann doch Liquidität zu haben um noch mal nachzukaufen nur, es macht natürlich auch logischerweise keinen Sinn, wenn ihr hier unten gekauft habt ja, ähm, und hier oben Liquidität rausnimmt. Ähm, wie gesagt, und jetzt hier anfangen zu traden als unerfahrener Trader, macht überhaupt keinen Sinn. Dass wenn ihr langfristige Investoren seid, dann müsst ihr euch grundsätzlich eine Sache fragen. Also ein paar Fra Sachen fragen im Wesentlichen. Hat sich de, die Annahme, die fundamentale Annahme meiner Investmententscheidung verändert? Wenn ja, dann kann man verkaufen, weil vielleicht hat sich das negativ verändert zweite Annahme oder Frage zur Annahme, hat sich die, ähm, hat sich mein, ist mein Zielpreis erreicht? Also wollte ich sowieso schon zum All-Time-High -Halt verkaufen? Wenn ja, okay, dann verkauf einen Teil oder verkauf alles. Aber entscheidend ist, was war da eine grundlegende Strategie? Und das ist bei vielen das Problem, die haben keine Strategie und haben auch kein Ein- und Ausstiegskonzept. Deshalb, jetzt hier ist eine emotional schwierige Phase. Hier jetzt einzusteigen, könnte eine gute Idee sein, wenn wir auf 150.000 gehen. Hier auszusteigen, könnte eine gute Idee sein, wenn wir jetzt nochmal auf um 30 Prozent korrigieren. Wir haben immer große Korrekturen gehabt, nachdem lokale Tops oder auch historische Tops erreicht werden. Da gibt es immer Korrekturen. Wie stark die sind, das hängt jetzt einfach auch von den Net-Inflows der Bitcoin-Spot-ETFs ab. Der, die Entscheidung zu den ETFs äh, Ethereum ETFs wurde ja nochmal ein bisschen verschoben, soweit ich gelesen habe. Insofern haben wir da noch ein bisschen Verschnaufpause, aber ich denke sie werden kommen und deshalb meine Hoffnung liegt gerade in der Performance meines Portfolios viel mehr auf Ethereum als auf Bitcoin, auch wenn ich Bitcoin habe und auch wenn ich Bitcoin-Positionen offen habe. Genau, das würde ich mich mal, also das wollte ich euch nur quasi in diesem Video mitteilen. Sagt mal eure Meinung, was sagt ihr? Denkt ihr, das ist alles Quatsch, Bitcoin ist das Beste und Ethereum ist totaler Quatsch? Oder sagt ihr, nee, also Alex, auf jeden Fall sind wir hier im Thema ähm, bei dir. Ethereum hat ein Riesenpotenzial und das Thema Spot-ETF mit Dividendenausschüttung, das wäre ein Riesenthema. Was denkst du darüber? Schreib es in die Kommentare. Lass ein, Video, äh, lass ein Like da fürs Video und einen Kommentar. Und bitte schaut mal in den Podcast vorbei. Hört mal rein, würde mich sehr freuen. Wir haben es auf YouTube und auf Spotify. Ich verlinke beides in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ganz liebe Grüße, euer Alex.